Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Heute geht es um meine 5 Tipps, um sicherer auf der Rennstrecke mit dem Motorrad zu werden. Wie werde ich sicherer auf der Rennstrecke, ist der Teil 1, denn der Teil 2 wird sein, wie werde ich schneller auf der Rennstrecke. Also seid gespannt, aber es ist nicht ratsam, schneller zu werden, wenn die Sicherheit nicht gegeben ist. Deswegen setze ich jetzt die Sicherheit voraus. Ihr bekommt die nötigen Tipps dazu, damit ihr das Ganze umsetzen könnt. Achte auf deine Gesundheit. Vor allem schlafe genug. Vermeide Anfahrten, die um 3, 4 Uhr in der Früh losgehen, damit du um 7, 8 Uhr pünktlich auf der Rennstrecke bist. Versuche einen Tag vorher anzureisen, um mindestens 8 Stunden Schlaf zu haben. Unter anderem vermeide Alkohol. Ein Bier am Abend ist total okay, aber Partyexzesse, so wie ich sie manche gesehen habe, sind absolut auf der Rennstrecke zu vermeiden und haben da auch überhaupt nichts verloren. Frühstücke ausreichend und vor allem esse das Richtige. Versuche fettige und zuckerhaltige, kohlenhydratreiche Nahrung zu vermeiden, sondern iss mal lieber einen Salat oder eventuell einfach nur ein Müsli. Was du auch nicht tun solltest, ist Probleme von zu Hause mit auf die Rennstrecke nehmen, also lasse die lieber daheim. Fitness. Sorge für ausreichend Fitness. Dein Körper ist überfordert, wenn du das ganze Jahr keinen Sport machst, nichts dergleichen und dann auf die Rennstrecke gehst, weil Rennstrecke fahren mit dem Motorrad ist Sport. Du kannst es ganz einfach machen, indem dass du ein bis zweimal die Woche entweder Fahrrad fahrst, joggen gehst, wandern gehst oder irgendetwas dergleichen. Das hilft, um ausreichend fit zu sein, wenn du auf der Rennstrecke fahren willst. Natürlich nicht, wenn du es erst eine Woche machst, sondern du musst da schon mal 4 bis 8 Wochen wirklich ein bis zweimal die Woche mindestens 2 Stunden, wenn du es machst, betreiben. Was du auch noch machen kannst, zumindest was ich immer mache, in jeglicher Alltagssituation, sei es im Büro, sei es in der Arbeit, was auch immer du machst, mache Kniebeugen. Den kannst du den ganzen Tag machen, das kannst du während dem Telefonieren machen, das fällt nicht mal auf dem Gegenüber. Mache Kniebeugen, 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 weil es ist eins der wichtigsten Muskulaturbereiche, die du beim Motorradfahren auf der Rennstrecke brauchst, weil du immer mit dem Arsch hochkommen musst, damit du richtig Motorrad fahren kannst. Und das geht nun mal in die Oberschenkel. Gewöhne dich an heiße Temperaturen, denn im Sommer bei 35 oder vielleicht sogar 40 Grad ist es im Lederkombi nach 10-15 Minuten doch relativ warm. Das bringt dir allerdings nichts, wenn dein Körper die Temperaturen nicht gewohnt ist. Also mache den Sport und geh zusätzlich, wenn du es verträgst, wenn es dir gefällt, noch in die Sauna. Das mache ich sehr oft, um einfach meinem Körper die hohen Temperaturen anzugewöhnen und seitdem macht mir das bei 40 Grad Außentemperatur so gut wie nichts aus. Dein Körper ist das besser gewohnt und fängt viel schneller an zu schwitzen und kühlt den Körper dementsprechend schnell. Was auch wenige machen, ist den Körper aufzuwärmen, bevor ihr morgens den ersten Turn rausgeht. Das ist eigentlich einer der entscheidendsten Dinge, weil der Körper braucht eigentlich schon so 30 bis 40 Minuten, bis er richtig durchblutet, sich die Gefäße geweitet haben und du richtig warm bist. 30 bis 40 Minuten hast du aber nicht mal den ersten Turn, denn der dauert in der Regel nur 15 bis 20 Minuten. Also versuch vor dem ersten Turn, am besten noch vor dem Frühstück, eventuell eine Runde zu joggen, nimm dein Fahrrad mit, dreh eine Runde auf der Rennstrecke damit, was auch immer, versuche dich einfach etwas aufzuwärmen. Dehnübungen, Liegestützen in der Box, was auch immer du machst, es ist bestimmt nichts verkehrter, als wenn du gar nichts machst. Tipp 3, entspanne dich, sei relaxed. Du bist hier zum Spaß, vergesse das nicht. Vermeide Nervosität vor dem ersten Turn oder allgemein vor dem Turn, denn das bringt definitiv ein hohes Risiko mit zum Fahren bei. Am besten, wenn du diese Probleme hast, dass du weißt, du verkrampfst dich und du bist angespannt, schalte deinen Laptimer aus, kümmere dich nicht um deine Rundenzeit, denn sie ist, wenn du dich um solche Probleme kümmern musst, wirklich noch sehr unrelevant und wird ganz automatisch schneller, wenn du diese 5 Regeln von mir beherrschst und dann diese auch richtig umsetzen kannst. Am besten, du gehst einfach raus auf die Strecke und hast einfach Spaß.
Die Ideallinie und gegenseitiger Respekt, einer der größten Probleme auf der Rennstrecke, die zu schweren Unfällen führen können. Versuche, die richtige Linie zu lernen und zu sehen. Zu der V-Linie habe ich schon mal ein Video gemacht, damit du zumindest, wenn du das noch nicht weißt, umsetzen kannst. Was auch immer du für eine Linie fährst und vielleicht noch nicht die ganz richtige Linie hast, versuche diese Linie beizuhalten, welche auch immer du fahren solltest. Weil der Hintermann, der dich überholen will, kann das definitiv nicht brauchen, wenn du deine Linie ständig änderst. Denn der wird vielleicht auch das, was du machen solltest, dich analysieren und deine Linie und deinen Fahrstil abzuchecken, damit er weiß, wann er dich am sichersten überholen kann. Denn der Überholvorgang soll eigentlich immer innen ablaufen. Entweder innen vor dem Kurveneingang oder noch besser innen am Kurvenausgang. Denn der Vordermann lässt sich nach außen tragen und er wird am Kurvenausgang, wenn er das Motorrad beschleunigt, kaum die Möglichkeit haben, wieder nach innen zu ziehen. Das lässt das Motorrad einfach nicht zu. Dann kannst du dich besser positionieren und innen an ihm besser vorbeifahren. Dieser wird dich in dem Fall gar nicht bemerken, sondern erst dann, wenn du an ihm schon vorbeifahrst, würde er sich denken, wow! Wie hat denn der das gemacht? Der überholt mich innen am Kurvenausgang. Wo wir dabei wiederum zum Respekt gegeneinander kommen. Leute, ihr seid alle eine Gemeinschaft, ihr habt alle die gleiche Passion, ihr habt alle den gleichen Nagel im Kopf. Fahrt euch nicht gegenseitig vom Motorrad, sondern habt Respekt voreinander. Absolut, absolut wichtig. Mein fünfter und letzter Tipp für das sichere Motorradfahren auf der Rennstrecke. Vermeide hohe Schräglagen. Schräglage hat das meiste Potenzial zum Stürzen, na klar. Du kannst hohe Schräglagen verhindern, indem dass du deinen Körper richtig einsetzt und diesen seitlich vom Motorrad positionierst, um das Motorrad aufrechter durch die Kurve zu tragen. Das ist genau der Grund, warum die Profis alle mit diesem gigantischen Hanging-Off-Stil fahren, um das Motorrad so aufrecht wie nur möglich durch die Kurve zu bringen und somit einen sichereren Ablauf der Kurve zu haben. Denn du kannst dir eins merken, die Rundenzeit kommt definitiv nicht vom Kurvenspeed, denn der Profi ist in der Regel nicht wirklich schneller in der Kurve am Scheitelpunkt als der Hobbyfahrer, wenn er teilweise sogar nicht langsamer ist. Entscheidend ist dafür nur, wie schnell kommt der, die dasjenige in die Kurve hinein und vor allem auch wieder raus. Der Zeitpunkt, in dem du in der Kurve am Scheitelpunkt in Maximalschräglage bist, der ist nicht so wichtig. Verzichte auf die letzten 5 Grad Schräglage, dafür bist du sicherer und hast somit auch das ganze Jahr gesehen viel mehr Spaß. Das war's mit meinen 5 Tipps für das sichere Fahren auf der Rennstrecke mit dem Motorrad. Das nächste Video dazu wird sein, wie werde ich schneller, beziehungsweise 5 Tipps für das schnellere Motorradfahren auf der Rennstrecke. Bleibt dran. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr noch mehr von dem Zeug auf YouTube sehen könnt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Macht's gut, bis dann, ciao.